Hallo und herzlich willkommen in 2020. Frohes neues Jahr! Genau, frohes neues. Ist bereits der 2.1. Unser Jahresstart war schon relativ turbulent, aber dazu später irgendwann mehr. Ja. Was passiert bei uns? Wir werden natürlich weiterhin fotografieren und auch filmen. Die Aufteilung bei uns wird so ein bisschen genauer, sage ich mal. Annette wird sich zukünftig... Also zu mir dürft ihr gerne kommen mit Familienaufnahmen, Porträts, Babys, Tiere. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich komme gerne auch zu euch nach Hause, gerade bei den ganz kleinen Würmern. Oder wir gehen zusammen auf den Spielplatz oder im Park. Da fällt uns bestimmt was Tolles ein. Also privat fotografiere ich sehr gerne. Und jetzt kommt die Splittung. Was machst du? Ich kümmere mich weiterhin um die Firmenkunden. Das heißt Imagefotos, Videos, Mitarbeiterporträts und so weiter und so fort. Das, was ich jetzt die letzte Zeit auch hauptsächlich gemacht habe. Annette hat im Hintergrund auch immer schon die Privatkunden so ein bisschen betreut. Jetzt einfach nur noch mal ein bisschen offiziell. Wir haben das im letzten Jahr auch schon so getan, allerdings noch ein bisschen runtergefahren. Das wird jetzt wahrscheinlich dieses Jahr etwas mehr auf ihrer Seite. Und ja, nur, dass ihr Bescheid wisst, es sind auch solche Fotos möglich, auch wenn wir die nicht so oft zeigen können. Nun gut, weiterer Punkt. Was wäre ein Jahresstart ohne kleine Spendenaktion? Wir haben das im letzten Jahr auch schon gemacht. Da wollen wir dran anknüpfen, weil das lief eigentlich ganz gut. Wir fanden es zumindest sehr schön. Und Sache ist die, wir haben vor 2 oder 3 Jahren hier in Einbeck eine Ausstellung gemacht mit Reisefotografie. Auf richtig schönem Papier, Hahnemühle, richtig schöne Prints sind es. Größe ist so 60x40, glaube ich. Die liegen hier gerade alle vor uns. Das sind alles die Originale, die auch in der Ausstellung waren. Die sind bei uns im Keller archiviert worden, haben aber jetzt keine Verwendung mehr so wirklich dafür. Es hängen einige bei uns an der Wand, aber wir können halt nicht alle irgendwie unterbringen. Und das wäre sehr schade, wenn die hier unten verstauben. Deswegen kommt ihr ins Spiel. Wir haben hier eine kleine Spendenaktion vor. Das ist so gestaltet, dass wir einen Betrag, das werden jetzt 200 Euro sein, die werfen wir einfach mal in den Ring, die sind schon mal drin. Das, was jetzt noch dazu kommen könnte, ist das Geld aus diesen Erlösen. Das heißt, ihr kauft oder ja, investiert in diese Prints hier. Wir geben sie euch gerne. Der Preis ist relativ flexibel, sage ich mal. Also gebt das, was ihr möchtet. Unter 10 Euro fände ich ein bisschen frech. Alles andere drüber gerne. Der Erlös der Prints wird dann vollständig zur Spende hinzugefügt. Und dann werden wir das übermitteln an zum einen die... Feuerwehr Einbeck. Genau, aus aktuellem Anlass. War da was? Da war was vielleicht, dieses Jahr schon. Nun gut. Und die andere Hälfte geht an den Deutschen Tierschutzbund. Und dann finden wir das jetzt ganz schön aufgeteilt für dieses Jahr. Genau. Wir werden das jedes Jahr ein bisschen anders machen. Dieses Jahr haben wir diese beiden Organisationen ausgewählt. Kinderfeuerwehr, da wird sich bestimmt irgendwas mit dem Geld machen lassen. Wie gesagt, 200 Euro sind drin. Der Rest, was jetzt noch von euch kommt, an Prinz, an Einnahmen durch die Prinz, kommt damit drauf. Verschicken können wir zur Not wahrscheinlich auch irgendwas, da wären wir uns schon einig. Regionale Käufer sind natürlich bevorzugt, weil wenn ihr es abholen könntet, wäre super. Knicken können wir diesen ganzen Kram natürlich nicht. Muss immer alles gerollt sein. Ja, super schöne Sachen. Ich werde das alles nochmal unten verlinken, von allen nochmal Fotos machen, damit Schatz, man weiß, Schatz, ich habe noch was vergessen. Wir haben noch eine Kleinigkeit. Hört man uns noch? Sehen tut man uns nicht mehr. Wir haben diese schöne Leinwand in einer etwas größeren Variante, wie man sieht. Vor einiger Zeit machen lassen. Die hing in einer Arztpraxis hier in Einbeck. Es war auch im Auftrag dafür dort fotografiert, zeigt Andalusien, ein typisches Bild, Tango-Tänzer. Tango? Ist das Tango? Sie tanzen da in der Öffentlichkeit. Nee, ist nicht Tango, logischerweise. Es ist eine Frau, die durch die Gegend tanzt. Diese Leinwand, wer das haben möchte, wir würden sie auch gerne abgeben. Dann natürlich bitte nicht verschicken, sondern es wäre cool, wenn die jemand abholen könnte. Durchaus interessant in größeren Räumen. Also wir können sie hier bei uns nicht verwenden, leider. Sie hing eine ganze Zeit, wie gesagt, in der Arztpraxis, dann wurde da getauscht. Jetzt haben wir sie einfach wiederbekommen und die Chance für euch, vielleicht eure Zimmer, eure Wände zu verschönern. So, ich bin durch. Du auch? Ja. Alles klar.
Das wird 2020 und noch viel wir mehr. Sehen uns. Ciao. Tschüss.